Hallo und herzlich willkommen zum Sport Tuesday. Wir spielen hier mal wieder das Spiel Soccer Manager, weil ich ja nur das Sportspiel habe. Und spielen mal unser Hannover 96 Team weiter. Ich glaube, wir waren auf dem achten, nee, auf dem dritten Platz war noch, glaube ich, ne? Wir haben ja gegen Bayern gewonnen, war das. Genau, 2-0 haben wir gewonnen. Tabelle auf dem dritten Platz, genau. Eine Niederlage, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Siege. Perfekt. So, dann gehen wir mal schnell hier weiter. Ach, haben ja noch nicht alle gespielt. Stimmt. Haben wir am Samstag aufgehört. So, was steht da? Die Betreuung hat der folgende Kenntnis genommen, dass wir lesen. Na gut, weiter. Oh, jetzt kommt schon das Pokalspiel gegen St. Pauli. Okay. Das erste Pokalspiel. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Dann schauen wir mal hier. 89, 87, defensives Mittelfeld, Mittelfeld rechts und Verteidigungsrecht. Habe ich denn hier noch andere Sachen? 84, 85, 85, 86, 85, 87 ist halt der Verteidiger. Haben wir hier schlechtere 86, Verteidigungslinks. Zentrum und links kann der spielen, der kann rechts und links spielen und Zentrum Verteidigung, also hinten überall. Dann würde ich mal sagen, wir wechseln den mit Schulz. Ach. Das schaffen wir auch so. Komm her, let's go. Das wird ganz easy jetzt. Guck mal, wir sind auf dem dritten Platz. Auf welchem Platz ist in St. Pauli? Keine Ahnung. Naja, interessiert ja auch keiner, auf welchem Platz St. Pauli ist. Ich glaube, die sind sogar in der zweiten Liga. Also wir spielen nach links. Pauli hatte gerade eine Torschance gehabt. Also, Pauli führt 1-0. Nein! Anweisungen, normal, aggressiv, direkte Bälle, schnell spielen, Angriff stark, variabel, okay. Last Kraft mehr an. Na, kommt schon. Können wir nicht den Pauli rausspielen? Ja, okay, es sind gerade 19 Minuten. Das war nur ein kleiner Überraschungsmoment. Aber wir liegen hinten. Los, kommt, schießt Tor.
Also geschlagen sind schon nicht schlecht, die Paulis, ne? Ich glaube, Hannover spielt jetzt hier ein bisschen besser. Aber noch nicht gut genug. Leute, was macht ihr mit mir? Kommt schon, schießt ein Tor, Hannover. Gleiches Halbzeitunterschied, immer noch 1-0. Elfmeter gehalten. Gott sei Dank. Oh nein. Komm, schieß ein Tor. Okay. Wir müssen hier was ändern. Also. Wir müssen den hier wechseln. Der ist nur 86 stark. Den setzen wir. Warte mal. Mit Schulz setzen wir den um. Mit Schulz. So. Das ist Schulz, unser linker Verteidiger. Verteidigung links und rechts. Ach Mist. Den mit Schulz wechseln. Und jetzt den wieder mit Schulz wechseln. Ich glaube, Schulz weiß gar nicht mehr, wo er spielt. Und den mit Sakai wechseln. So, jetzt haben wir Sakai rechts. Verteidigung rechts. Verteidigung Zentrum links. Verteidigung rechts links. Okay. Jetzt haben wir noch hier 86 in Sturm. Da ist noch einer. Defensives Mittelfeld. 86. Ja, okay, wir haben sowieso. Ach, ich hätte den hier. Defensives Mittelfeld Zentrum müsste der spielen und der hat leider nur rechts links. Defensives Mittelfeld Zentrum. So, Schulz, wir haben dich wieder gewechselt. Und so. Hier haben wir noch einen 86er im Sturm, aber das ist auch mal nichts. Das ist alles super.
Also. Rechter Verteidiger. Verteidigerzentrum. Verteidigerzentrum. Verteidiger links. Defensivzentrum. Mittelfeld rechts. Mittelfeld links. Offensives Mittelfeldzentrum. Sturm, Sturm. Okay. Und überall Pressing habe ich schon vergessen einzuschalten. So. Aber Hannover, jetzt müsst ihr mal ein Tor schießen. Kommt schon. Jetzt hier soll ich gleich raus und kauen. Das kann doch nicht wahr sein. In der ersten Runde beim Pokal. Boah. Kommt schon gegen Bayern gewonnen, aber verliert gegen Pauli. Oh, da ist jemand verletzt. Ah. Wir haben ja noch einen Stürmer. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Subic geht gegen. Okay, und weiter geht's. Ein erster Toter. Naja, der nächste. Kommt schon. Gibt's doch nicht. Was macht ihr da, Leute? Was macht ihr da? Folgt gleich halt zu rein. Das kann nicht sein. Komm schon, Hannover. Alles nach vorne. Taktik. Ach, lassen wir das. Zurück zum Spiel. Ah, Ton schon mal aus. Und zwar gleich die ganze Zeit wieder das Jubeln. Wir fliehen gegen Pauli raus. Das kann nicht wahr sein.
aber auf den dritten Platz in der Bundesliga. Der Drittplatzierte aus der Bundesliga fliegt gegen Pauli raus. Und Abpfiff. Ja. Zieler war der beste Spieler auf dem Match, aus dem Match. Aber dass ich da keine Minuspunkte für kriege. So. Ich möchte nichts teilen. Ich bin deprimiert. Na, jetzt kommt die Auslosung. Zum Ende der Auslosung. Ich hätte gegen Gladbach gespielt. Aber ich. Ja gut, okay, wir sind jetzt aus dem Pokal raus. Kein Problem. Dann werde ich jetzt mal kurz bei der Mannschaft was einstellen. Subic ist ja verletzt. Reserve. Ausgeliehene. Okay. Okay. Wie mache ich das jetzt? Übersicht. Wir haben Minus gemacht. Ah. Verein. Ah, der übt alles. Ja dann. Ja dann. Ah, Mannschaft, Spielplan, Taktik, da ist es. Der wird ausgewechselt gegen ihn. Und hier noch Stürmer, zwei Stück. Zentrum. Ich brauche keinen Links-Rechts-Stürmer. 77 ist dann nur stark. Mach, ah, hier sind nochmal zwei Stürmer. 83. Ich brauche mindestens einen Stürmer als Auswechselspieler. Dann bei den. Für Subic. So. Subic verletzt, der ist da unten. Sein Herz, seine Moral ist 69%. Okay, Zieler bleibt drinne. Ich hatte damals so ein Manager-Spiel, da war es auf jeden Fall ein bisschen leichter aufgelistet. Ich hätte jetzt den anklicken können und der hätte nur halt die ganzen Torwerte angezeigt. Aber hier muss man richtig gucken. Torwart, Torwart und Torwart. So, der bleibt. Verteidigung haben wir 1, 2, 3, 4. Naja, okay, warte mal. Wir haben hier noch den Verteidiger Sakai rechts. Verteidiger rechts. Warte mal. Wer war denn da gegen Sakai? Haben wir hier 86. Haben wir Spieler, die weniger wie 86 sind, da 85. Gegen Albornoz. Albornoz. 85. Okay, hier haben wir
84, 83, der schlechteste Auswechselspieler. Haben wir den noch? Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Können wir ja eigentlich Bench raushauen, wa? Klaus gegen Bench. Bench war ja der, der einmal so gut gelobt war. Hier haben wir Mittelfeld. Gegen Karaman. 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 So. Das verletzt 84, 83, 82, 84. Okay, Reserve ist 85, 85, 85, 85, 85, 85, 78. Okay, das ist ja Torwart, das ist ja kein Thema. So. Anweisungen. Angriff stark lassen, Verteidigung, Pressing überall, schnell spielen, direkt und aggressiv. Ja. So. Jetzt können wir mal schauen. Verteidigung rechts, Zentrum, Zentrum, Verteidigung rechts müssen wir tauschen. Ah, Mist, ein zurück. Wieder hoch. Da ist er. Verteidigung rechts mit Sorge, mit Sorg. Saka spielt jetzt rechts, Zentrum, Verteidigung links, rechts, links. Also Zentrum, Zentrum, rechts, links, rechts. Okay, passt alles. Da muss ich wechseln mit Sorg. Sorg, defensiv, Zentrum, Verteidigung links. Ach komm, den wechseln wir mit. So. Rechtsverteidigung, Zentrumverteidigung, Verteidigung, rechts, links, Zentrum. Da kann hinten überall spielen. Das ist gut. Dann bleibt auch hinten. Und da bleibt links Zentrum. Weil wenn ich die mit Sahne tausche, ist vielleicht ein bisschen besser. Obwohl, es wäre eigentlich egal. Naja, egal. Bleibt das so jetzt? Oh, Mist, was habe ich gedrückt? Ah, ich bin wieder auf der Tastatur gekommen. Taktik war das. Okay, nochmal. Rechts, Zentrum, Zentrum, links. Zentrum, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Offensiv, Zentrum. Sturm, Sturm. Torwart haben wir, Verteidigung haben wir. Defensives Mittelfeld haben wir auch. Ja, wir haben nur Verteidigungszentrum. Wenn jetzt einer irgendwie links oder rechts verletzt wird. Verteidigungszentrum. Philippe. Defensives Zentrum und Mittelfeld. Ich habe auch gar keinen Stürmer hier drin, wenn jetzt im Sturm was passieren sollte. Ach Mensch. Ich dachte, ich habe doch hier einen Stürmer reingetan, oder nicht? Habe ich den wieder rausgeholt? Ich weiß es nicht. Habe ich hier denn einen Sturm drin? Sturm, Sturm. Nee. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Sturm.
Wenn da irgendwas passiert. Verletzt, Sturmzentrum. Den könnte ich reinsetzen. Sturm rechts, links. Sturmzentrum. 83, 80, 77. Ja gut, dann nehmen wir den hier. Tauschen wir aus gegen. Ist die alle 85, also ist normal egal welchen. Rechts, rechts, auf jeden Fall ein Zentrum. Ah, holen wir Philipp raus. So. So, und jetzt geht's ganz schnell weiter zum Spiel gegen Schalke. Machen den Ton mal wieder an. Und ein bisschen was vor. Warum kriegen wir immer so früh Gegentore? Das kann doch nicht wahr sein. Schon mal eine Gefahr. Denk mal, die Runde werden wir auch verlieren. Es ist heute nicht mein Tag. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Aber ich muss. Und ja, 1-1, 1-1. Komm schon. Aber gegen Pauli verlieren, ne? Und jetzt so unentschieden? Ich weiß nicht, was mit Hannover los ist. Los! Er war doch gerade so weit vorne. Also, ich sag mal, es läuft bislang ganz gut, also ihr könnt weiterspielen. Naja, was heißt ganz gut? 1-1. Komm schon.
schön sogar, schön. Du bist der neue Nationalspieler. Keeper, Keeperspieler. Boah, Nationaltorhüter. Schön geschossen, hat zwar nichts gesehen, aber schön geschossen, schön geschossen. Ich fange mich wieder an zu schleuen. Wir führen 1-2. Oder wir führen 2-1. Weil ich rede ja aus der Sicht von Hannover, also Hannover führt 2-1, obwohl es ja eigentlich 1-2 steht. Ach je, was für eine komplizierte Sache hier. Aber ich mache immer alles komplizierter, wie es eigentlich ist. Oh. Und jetzt, nein, jetzt. Ach, Mensch. Mach den Ton gleich schon mal leiser. Und dann hoffe ich, dass nichts mehr passiert. Das ist so spannend. Meine Hände, die schwitzen. Komm schon, Hannover. Ton aus. Jetzt Hannover. Ach, oh, gut gehalten. Gut gehalten. Jetzt und ach nein, 2-1 gewonnen und wieder ein Ligaspiel gewonnen. Dortmund hat 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen und Leverkusen war oben, hat auch 2-1 gewonnen. Mist, das kann doch nicht wahr sein. Okay, go zuweisen. Ich habe zu wenig Geld dafür. Ich mache noch nicht mal Plus. Ich kann den upgraden. Komm, graden wir ab. Machen wir jetzt noch einen letzten Spieltag von denen hier. So, jetzt ist die Tabelle fertig. Und wir sind weiterhin auf dem dritten Platz. Wolfsburg ist vierter hinter uns, ganz dicht. Mit einem Punkt hinter uns. Hm. Hätte man jetzt verloren, dann wären wir hier bei Hamburg. Nee, doch, dann wären wir hier bei Hamburg. Die wären dann einen hoch und warte, hier. Oder bei Bayern. Nein, mit Bayern wären wir ja gleich mit Tordifferenz. Obwohl, wenn man verloren hätte, hätte man weniger Tor, dann wären wir hier. Stimmt. Dann wären wir jetzt Sechster, wenn wir verloren hätten. Aber wir haben gewonnen! So. Jo, meine lieben Damen und Herren, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.